Die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Die heutige Frage kommt von Annette und Annette möchte wissen: Hallo Uli, hallo Professor Winkler. Wie leitet man am besten Quecksilber aus? Mein Wert ist 5,7. War bereits bei Dr. Strunz, der mir Selen zur Ausleitung empfohlen hat. Da ist mein Wert von 7 auf 5,6 gefallen. Mein Hausarzt hat mir dann Infusionen empfohlen. Da hatte sich leider gar nichts getan. Der Wert blieb nach 10 Infusionen unverändert. Was kann ich tun? Vielen Dank und liebe Grüße, Annette. Also erstmal vorausschickend, wir haben wirklich auch bei uns in der Praxis sehr häufig Menschen mit einer Quecksilberbelastung. Der Klassiker ist natürlich eine Amalgamfüllung, die jahrzehntelang quasi im Mund war und dann auch eventuell nicht ganz fachgerecht ausgeleitet wurde oder rausgemacht wurde. Insofern ist es dann immer gemein, wenn dieses Schwermetall erstmal im Körper ist, dann ist es auch schwer wieder rauszubekommen. Also das ist schon nicht so ganz einfach, weil es eine große Affinität hat zum Fettgewebe. Und deshalb ist es auch so gefährlich, weil wenn es in unser fettigstes Organ käme, nämlich ins Gehirn, und dort sich ablagert, das will man da nicht haben. Aber es gibt ja Gott sei Dank auch eine Blut-Hirn-Schranke und deshalb ist da nicht alles so gefährlich, wenn man jetzt im Blut Quecksilber misst. Aber trotzdem möchte man es da nicht haben. Und Quecksilber, wie gesagt, entweder aus dem Amalgam oder die zweite große Quelle, die wir leider immer wieder finden, sind Fische, gerade der Thunfisch, wenn man den jetzt übermäßig verzehrt, weil der eben auch leider immer wieder mit einem hohen Quecksilbergehalt daherkommt. Was wir aber auch schon mal erlebt haben, dass bei, ich sage jetzt mal, nicht ganz so gut kontrollierten Fischölkapseln, die man wegen des Omega-3s nimmt, dass man da auch nachweislich auch mal einen Quecksilbersprung in den Werten dadurch bekommt. Aber diese drei Optionen gibt es. Jetzt weiß ich nicht, welche Infusionen gemacht worden sind. Wir machen eine DMSO-Infusion, das heißt, das sind also Schwermetallkomplexbinder, also die nehmen alle Metalle raus aus dem Körper, weil die Infusion leider nicht so schlau ist, wie man sich das wünscht, dass sie nur die schlechten Metalle, also das Quecksilber, mit rausnimmt, muss man mit einer anderen Infusion dann die Mineralien und die Metalle, die man rausgeholt hat, muss man die guten wie Zink und Magnesium natürlich wieder zurückbringen. Also wir machen das immer im Wechsel, eine Woche quasi ausleiten, andere Woche wieder hineinbringen. Und das ist bei uns aber der Plan B. Plan A funktioniert überdurchschnittlich gut mit Chlorella-Algen. Das muss man allerdings sagen, muss man auch von den grünen Kapseln jeden Tag eine ganz schöne Menge nehmen. Und oder Zeolit oder ein anderes Vulkangestein, was ganz fein zermahlen ist und wie eine Art Pulver sogar dann ist. Und auch das kann zumindest im Magen-Darm-Trakt dort gut auch Schwermetalle binden. Und oft reicht das auch. Insofern, wenn das noch nicht gemacht worden ist, würde ich das empfehlen. Also über Algen, die eben auch Schwermetalle binden. Allen voran die sogenannte Chlorella-Alge. Zweitens Vulkangestein, Zeolit und wie sie alle heißen, wäre auch eine Option. Und dann würde ich einfach auch nochmal eine Infusionsserie machen. Manchmal ist es so, dass man da auch nochmal ein anderes Produkt wählen sollte, eine andere Herangehensweise nutzen sollte, um eben so eine Mobilisierung vorher erst auch mal dann zu machen. Also man kann auch durch entsprechende Möglichkeiten die Schwermetalle erstmal freisetzen lassen, mobilisieren lassen und dann ausleiten. Achtung, das gilt bitte nicht für jemanden, der schwanger werden möchte oder schwanger ist. Da lässt man erstmal die Finger von solchen Ausleitungsgeschichten. Wie kann ich das verstehen? Das Quecksilber lagert sich irgendwo im Fettgewebe ab und dann kommt die kleine Chlorella-Alge und sagt, huhu, da bist du ja, du kleines Quecksilberchen, oder? Ja, das ist ein bisschen Magie ist immer dabei. Also es gibt eben Gott sei Dank zumindest, wenn diese Stoffe dann im Magen-Darm-Trakt sind, dann zirkulieren, dann gibt es so eine bestimmte biochemische Affinität zu einigen Dingen. Und dann darauf setzt man, dass es diese Bindungsaffinität ist zum Schwermetall, die uns dann diesen Quecksilberspiegel nach unten bringt. Insofern, ja, unser Körper ist eine riesige Entgiftungsmaschinerie. Die Niere, die Leber, die müssen als Hauptaufgabe genau das tun. Und
Insofern, wenn man dann die richtigen Stoffe geschickterweise zusammenbringt, dann kann bei so einer Filtration oder bei so einem Prozess in der Leber, kann dann auch wirklich entgiftet werden. Also wir fördern ja im Prinzip mit diesen Maßnahmen auch die Entgiftungsfunktion von Leber und Niere. Aber wir müssen natürlich erstmal an das Metall ran, hast du recht, man muss es erstmal mobilisieren. Und nicht, deshalb sind ja manchmal auch bei solchen Crash-Diäten, wo innerhalb kürzester Zeit Fettzellen quasi einschmelzen, da erlebt man ja auch manchmal, dass dann eine Überflutung quasi von Metallen, Schwermetallen dann auch stattfindet und manche dann auch erstmal krank werden dadurch. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, wir sind schon ein Wunderwerk. Wir Menschen. Ja, immer wieder. Und da sollte man auch wirklich den Körper unterstützen, dass er sich mit den Schwermetallen nicht so rumplagen muss. Aber wie gesagt, wir haben da recht gute Erfahrungen. Da bin ich immer sehr entspannt. Klar, man muss manchmal ein bisschen mehr Aufwand betreiben, aber es lohnt sich wirklich, weil die Schwermetalle wirklich viele Prozesse torpedieren. Und man gewinnt dann wieder ein bisschen mehr Freiheit in Sachen Regulationsfähigkeit in Richtung Immunsystem und Abwehr. Ja, super. Alles klar. Wollte ich nämlich als letztes noch fragen, was ist denn daran so schlimm, dass Quecksilber in unserem Fett so rumschwirrt? Genau. Ist ja damit schon genau beantwortet. Ne? Es bremst Stoffwechselprozesse aus. Und das wollen wir nicht haben. Ja? Und das kann eben dann auch wirklich, gerade wenn es größere Mengen sind, kann es dann wirklich so, habe ich erlebt zum Beispiel bei einem Patienten, wo die Ausleitung von alten Amalgamfüllungen nicht unter den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, also es wurde nicht abgesaugt, es wurde nicht der Mund ausgekleidet mit so einer Gummischutzschicht, dem sogenannten Kofferdamm. Und dann wurde da eben gebohrt und es wurde letztendlich das Amalgam so rausgepolkt, dass dann Quecksilber eingeatmet, runtergeschluckt wurde sogar. Und dann ist es natürlich erstmal da. Und der hat dann einen ganz massiven Schub einer Neurodermitis unmittelbar danach bekommen, weil das ganze Regulationssystem eh schon Oberkante, Unterlippe fuhr. Und dann reicht sowas leider aus. Und insofern kann ich dann auch nur jeden bitten, der sich Amalgam entfernen lässt, egal aus welchen Gründen jetzt, dass man darauf drängt, dass das wirklich unter höchsten Sicherheitsstufen und unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen erfolgt und nicht einfach mal so rausgeholt wird. Okay, also liebe Annette, ganz viele Tipps. Probier es mal mit der Alge. Vielen, vielen herzlichen Dank. Gutes Gelingen bei der Entgiftung. Das war die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Falls du eine Frage an Professor Winkler hast, nutze bitte das Formular zu finden im Beschreibungstext. Bis zur nächsten etwas anderen Sprechstunde.